Meine Lieben, ich komme gerade von einem stille Retreat auf dem Odilienberg bei Straßburg. Dazu haben wir auch ein eigenes Video gemacht. Und ich dachte mir, ich möchte dir gerne die Essenz aus dieser Erfahrung näher bringen und wie du das selbst alleine zu Hause umsetzen kannst. Denn die Erfahrung der Stille ist etwas sehr Wichtiges in unserer doch lauten Kultur, wo immer viel passiert. Wir sind oft gestresst, rennen hin und her und haben eben keine Zeit, einmal in Stille zu sein, in innerer Ruhe zu sein. Man sagt in der Gehirnforschung, dass ein Moment der Stille, also ein kurzer Moment von einer Minute der Stille für das Gehirn viel regenerierender ist als eine halbe Stunde relaxende New Age Musik zu hören. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich angefangen habe in Mexiko vor mehr als 20 Jahren bei einer indischen Lehrerin, eine Indigenen aus Mexiko, die nach Indien ging, wie ich da angefangen habe, diese Erfahrung zu machen, der Stille, wow, das war für mich so wichtig. Das waren so wie Quantensprünge. Weil ich habe sehr viel Energie, ja? Ich bin ein sehr kreativer Geist und ich durfte lernen, immer wieder zu mir zu kommen, in die Mitte zu gehen, in die Stille. Bist du dabei? Dann mach's dir bequem, wenn du nicht schon sitzt. Mach's dir gemütlich. Und ich erzähle noch ein bisschen was, weil ich möchte dich auch einladen. Nach der Meditation, die könnte wie eine Vorbereitung sein, auf was dann kommt, dass du zu Hause eben für dich einen stille Retreat machst. Und dann erzähle ich jetzt schon ein bisschen was davon. Du solltest das alleine tun, also wenn du mit einem Lebenspartner wohnst oder mit Kindern, dann schau, dass du vielleicht einen Ort suchst, wo du mal alleine bist, in einem Gartenhäuschen dich ja zurückziehen, einen Tag, können auch mehr sein, ich würde mal mit einem Tag beginnen und dann kannst du es auch mehrere Tage machen. Du kannst dort schon auch deinen Laptop mitnehmen und deinem Alltag nachgehen. Aber einfach mal schauen, wie ist das, wenn ich mal nicht spreche, mit niemandem. Handy, out. Also eigentlich solltest du den ganzen Blablablab einfach mal abschalten. Also auch nicht WhatsApp oder Telegram da schicken, nee, das würde ich mal auch mal beiseite lassen. Wie wenn du in den Urlaub gehst, ja, da bist du auch happy, bist auch einen Tag auf der Autobahn. Also das geht schon, wenn man will. Okay? Worum geht's? Es geht darum, dass wir viel Energie verschwenden, indem wir reden und reden und reden. Und wenn wir es nicht ausdrücken, dann denken wir und denken wir und denken, was für ein Stuss, denken wir oft den ganzen Tag. Oder gehen wir noch ein bisschen tiefer. Schau mal die Menschen an, die über einen Platz gehen in einer Stadt. Denken diese Menschen alle, oh, was ist das für ein schöner Tag? Oh, dieses wunderbare Wesen, das da vorbeigeht. Danke, das war ein schöner Augenkontakt. Jetzt gehe ich zur Arbeit, ich segne meinen Chef, ich freue mich so richtig auf diese Arbeit. Toll, dass ich ins Büro gehen darf. Danke für meinen Lohn, der mir gestern ausbezahlt wurde. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Denken das die Leute? Nein, die Leute denken kleinliche Gedanken, begrenzende Gedanken. Sie denken über ihre Sorgen nach. Sie heizen die Emotionen auch. Verdammter Esel nochmal, was hat der mir wieder gesagt? So unglaublich, oder? Das ist schon wieder, vor einer Woche kam er schon. Wenn er der noch einmal, dann werde ich ihm also die Fresse und so weiter. Naja, so denken wir die ganze Zeit. Wenn wir alles hören würden, was die Menschen denken, wir würden alle eingesperrt in einem Irrenhaus. Gott sei Dank hört man es nicht. Aber wer leidet, bist du oder ich.
habe viel darunter gelitten, über diesen Kopffilm, der nicht anhalten wurde. Mach dir nicht zum Ziel, dass es auch eine Falle, ich muss jetzt ohne Gedanken sein, die kommen und gehen, aber du wirst immer stiller. Also es geht um dieses Verschwenden von Energie. Dann auch mit Taten, das wäre das Dritte noch. Also denken, reden und dann Taten. Wir machen so viel Zeugs, das eigentlich gar nichts bringt. Und danach hätte sich's von allein ergeben. Kennst du diese Momente? Gut. Jetzt möchte ich dich mitnehmen auf eine einfache Meditation. Ich nehme dich wieder mit in die Heilebenen und ich schaue, was da für Themen kommen, weil wir auch aus Nichtwissen und Blockaden aus alten Zeiten irgendwie den Zugang vergessen haben in diese Tempel der Stille, in diese ursprünglichen Kirchen, in diese Ashrams, denn sie sind am Schluss in dir selber da. Schließ die Augen. Lass ein paar Mal los. Atme ein, das Neue, das Licht. Und lass all dieses Ungestüme, die Sorgen, die drehenden Gedanken, die Themen dahinter, lass es ein bisschen los, das, was dich gerade so in letzter Zeit bewegt hat, zermürbt hat, aufgewühlt hat. Das Neue, das Licht, atme es ein. Das Alte, das Dunkle, lass es los. Mach das noch ein paar Mal und du kommst in immer mehr in eine innere Ruhe. In ein Gefühl von Entspannung. Du genießt das. Ich darf. Ich darf loslassen, ich darf entspannt sein. Vom Scheitel fließt diese schöne Lichtenergie hinunter, vom Scheitel über die Schultern, die Arme, den Rücken, das Gesäß, die Beine, die Füße, vom Scheitel bis zu den Füßen, die den Boden berühren, trittst du in eine tiefe Entspannung ein. Ich berühre nun wieder mal deine Stirne mit deiner Verlaub. Zähle von 1 bis 3 bei 3. Ein kleiner Schlag auf deine Stirne und das hilft dir, alles loszulassen, um in diese Erfahrung der Stille zu entgleiten, dich fallen zu lassen. Auf 3, dann kannst du auch wie weg sein ein bisschen, du kannst auch beobachten, es ist alles okay. Ich rate dir dabei zu sitzen. Man mag immer gern liegen, aber wenn du sitzt, ist die Wirbelsäule gerade und es hilft dir, denn auch eine der bekannten Meditationspositionen einzunehmen. Darauf gehen wir heute nicht weiter ein. Ich berühre deine Stirne auf 3. 1, 2, 3. Arbeite ich mit jedem, mit jeder persönlich, jeder, der in Raum und Zeit dieses Video sieht, da ist für dich genau das dabei, was du brauchst, das können wir so programmieren, jetzt. Da kommt zum Beispiel ein Glaubenssatz, dass wenn ich still bin, dann werde ich nicht gesehen. Wenn ich still bin, dann kann ich mich ja nicht ausdrücken. Und
verteidigen. Wenn ich still bin, dann kann ich ja nicht reden und ich muss ja reden die ganze Zeit, damit man mich anerkennt, damit die Leute sagen, ja gut, und dann bekomme ich die Liebe losgelöscht. Diese und ähnliche Muster, ich tippe nur immer ein paar Dinge an und der Rest im Schweigen, dann sind wir effektiver. Da geht es auch um Mama, Papa, um deine Ahnen, Lichtdurchflutung jetzt. Und wenn wir das umdrehen, dann stärke ich und kräftige ich die Idee, dass Stille eine Urkraft ist. Das Hiersein, ich bin. Dass in der Stille sich all dein Licht konzentriert. Hier, im Sein auf dieser Erde. Zu 100% in Räumen und Zeiten, Universen, Sphären, gut. Und ich öffne jetzt auch den Zugang zu den Einweihungsschulen, wo du in Zeit und Raum Wissen, vielleicht als Mönch, als Nonne, als Meister in alten Zeiten schon hattest. Gut. So dass diese Momente der Stille für dich wieder ein Genuss werden, eine Insel in der lauten und hektischen Zeit und du dort deine Stärke findest. Gut. Dass du auch deinen Weg da gehst, dass du deinen Weg der Stille findest, der ist vielleicht anders als der von deinen Eltern oder von deinem Umfeld. Das reicht jetzt. Ich gehe jetzt, mache im Stillen weiter, wenn noch Themen kommen, und möchte dir gerne eine ganz einfache Affirmation geben, die wir auch immer in den Stille-Retreats arbeiten. Ich gebe dir einfach einen Teil davon. Und das ist vielleicht das wichtigste Mantra, könnte ich sagen, wenn wir erinnern, dass wir Licht sind und das wissenschaftlich ja schon gesehen so gesagt wird, du bist Photonen. Das Mantra lautet, ich bin Licht. Ich atme ein und aus. Und du sagst beim Ausatmen, ich bin Licht. Du sagst es innerlich, aber du darfst es auch mit Stimme sagen, dann bekommt es mehr Kraft. Schau, was stimmt in jedem Moment. Vielleicht am Anfang ein paar Mal mit Stimme und dann auch üben, dann in der Stille, damit du es dann auch im Bus, beim Spazieren, im Büro und überall machen kannst. Darum geht es ja. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Soy luz. Soy luz. Soy luz.
für diesen Moment als Öffnung, als Heilmeditation, reicht es bis hierhin, bleib noch mit den Augen zu, du kannst es dann später für dich allein dann länger machen. 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, dann auch einmal eine halbe Stunde. Als Teil von deinem persönlichen Stille-Retreat. Schau ich, was noch kommt. Gut. Du siehst auch den Nutzen im Nichtstun. Es gibt auch Lachmeditation, darfst auch lachen. Nichts tun. Du tust wieder nichts, sagt Papa. Gut, Papa, ich bin gerade am Meditieren. Wu Wei, nichts tun. Das ist jetzt wieder eine Aktivierung, also eine Potenzialisierung von Information, wie ich das nenne. Du findest in diesem Nichtstun die Kraft, um danach effektiver und produktiver zu sein. Damit du den Nutzen siehst daraus. Gut. Und das sind diese neuen Wege, die immer mehr Menschen gehen. Wir hatten gerade einen jungen Mann in einer Gruppe. Es hat mich so berührt. Neue Kinder, die uns geradezu anhalten. Meditier, sei bewusst. Lebe die Spiritualität in deinem Leben. Und eine der wichtigen Inseln ist die Stille. Augen sind noch zu. Nimm wieder all das zusammen in deinem Herzen, bitte. Die Erfahrung jetzt. Atme es ein paar Mal ein in dein Herz. Ich gratuliere dir für deinen Moment der Stille, für die Kraft der Stille, die du soeben wieder entdeckt hast. Die Augen sind noch zu, ich berühre deine Stirne. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 öffnest du die Augen und bist wieder im Hier und Jetzt. 1, 2, 3. Gut. Herzliche Gratulation. Dann bist du jetzt bereit für deinen Stille-Retreat. Schweigeretreat zu Hause. Wie wäre das? Probier's aus. Schenk dir diese Zeit. Selbstgespräche gilt nicht. Singen unter der Dusche gilt nicht. Schweigen. Pantomime machen. Gilt nicht. In deiner Stille sein. Schau, dass du deine Alltagsverrichtungen auf ein Minimum konzentrierst und immer wieder als Inseln diese Meditation machst. Und vielleicht hast du eigene, andere. Schön, dass du dabei warst und die Stille, diese innere Kraft hinausträgst in die Welt. Aho.